Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer ersten Folge von Ich bewerte eure Zoos und der heutige Zoo, der wurde mir eingeschickt vom guten Dominik. Ich sag mal nur deinen Vornamen, weil ich weiß nicht, ob du es in Ordnung findest, auch wenn ich auch deinen Nachnamen sage. Ich denke mal, Dominik ist in Ordnung. Vielen, vielen Dank, dass du mir deinen Zoo eingeschickt hast. Ich habe übrigens noch nicht viele Zoos bekommen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Zoo einschickt, dann wird er relativ schnell rankommen hier, weil ich mache das nach Reihenfolge, wie sie mir eingeschickt werden. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen einschickt. Unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Der gute Dominik hat natürlich auch zu seinem Zoo noch eine kleine E-Mail dazu geschrieben. Nämlich schreibt er, hier mein Zoo, diesen Text darfst du gerne vorlesen. Dieser Zoo ist natürlicherweise noch nicht fertig. Allerdings habe ich mit dem ersten Themenbereich von drei angefangen und dies ist Afrika. Die anderen zwei Bereiche will ich einmal asiatisch gestalten mit den passenden Tieren, sowie einen Bereich amerikanisch gestalten. Geplant ist eventuell noch ein Affenhaus und ein Reptilienhaus zu bauen in der Zukunft. Wenn andere DLCs dazukommen, zum Beispiel Australien oder Antarktis, werden dazu noch andere neue passende Themenbereiche errichtet. Der Park ist noch sehr klein, aber mit sehr viel Details gebaut. Wenn du noch Details hast, sag es ruhig, dann werde ich diese auch noch umsetzen. Wie gesagt, der Park ist noch klein, aber in Zukunft soll er noch weiter wachsen. Du hast jetzt einen Vorgeschmack, was noch kommen wird. Wenn du willst, kann ich in ein paar Monaten dir meinen weiteren Fortschritt erneut schicken. Liebe Grüße, Dominik. Ja, Dominik, das kannst du gerne tun, wenn dein Zoo dann so ein bisschen größer ist und so ein bisschen vollständiger. Weil ich denke mal, das werden jetzt nur so 2, 3, 4 Gehege sein. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich weiß ja, wie lange es dauert, wenn man mit Liebe zum Detail baut, was du ja auch geschrieben hast. Dann kann so ein Gehege auch ganz viele Stunden dauern. Und ja, ich finde es nicht schlimm. Dann haben wir halt mal ein bisschen kleineren Zoo. Wird die Besichtigung halt ein bisschen kürzer ausfallen. Wobei wir natürlich dann so ein bisschen mehr Zeit haben, auf die schönen Details einzugehen, die du ja schon gerade erwähnt hast. Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf, dein Zoo zu besichtigen. Und genau das werden wir jetzt tun. So, meine Freunde, da haben wir fertig geladen. Und ich will uns hier gar nicht groß spoilern. Wir fliegen jetzt zum Eingang, ohne was vom Zoo zu sehen möglichst. Keine Ahnung, wo der Eingang ist. Der Speicherstand heißt übrigens Zoo... Ist der hier? Ja, wir haben ihn gefunden. Der Speicherstand heißt übrigens Zootropen. Also ich gehe mal davon aus, dass dein Zoo dann auch dementsprechend heißt. Ich weiß gar nicht, kann man den hier benennen? Nee, Zooeingang. Ich werde dein Zoo dann einfach Zootropen nennen. Also ich denke mal, das wird wie der Speicherstand sein. Deswegen denke ich mal, ist das schon in Ordnung. Und ihr fragt euch sicherlich, wie wir das Ganze besichtigen werden. Wir werden das Ganze wirklich aus Besuchersicht besichtigen. Das kann man nämlich mit einem kleinen Trick tun, nämlich indem man, stellen wir hier ganz kurz einen Mitarbeiter ein, einen Zoopfleger, und genau diesen können wir jetzt benennen. Schnappen wir uns einmal. Und wenn man den Tegit-Cam nennt, dann kann man nämlich in diese wunderschöne Besucherperspektive gehen. Man ist leider ein bisschen schnell oder ein bisschen langsam unterwegs, wie ihr seht. Also das sind so die beiden Geschwindigkeiten, die möglich sind. Aber das ist gar nicht schlimm, denke ich. Ich denke mal, wir kommen damit klar. Blenden jetzt hier noch das HUD aus. Und jetzt besuchen wir schön dein Zoo. Also hier kommt man rein und wir verhalten uns jetzt einfach wie ein ganz normaler Gast. Und das Erste, was mir natürlich auffällt, was mich ein bisschen stört, ist aber nicht weiter schlimm, das kann ganz schnell passieren, dass ihr dieses hohe Gras durchschaut. Musst du halt einmal mit dem Tool rübergehen, ist wahrscheinlich aus Versehen passiert und hast du dann wahrscheinlich nicht mehr gesehen, weil du von oben geguckt hast und dann hier das Dach im Weg war. Aber sieht natürlich nicht so schön aus, ne, wenn man auf so einem Weg läuft. Aber man kommt hier erstmal in dein Zoo und direkt... Oh, ein paar Bäume. Da hinten ist auch noch irgendwas, was... Nee, was ist das denn da rechts? Ja, ist wahrscheinlich alles noch unfertig. Hast du ja auch geschrieben. Na, hier links ist, glaube ich, eher der Bereich, ne? Ja, da steht schon das A für Afrika wahrscheinlich. Aber wir gehen erstmal auf dieses Häuschen hier ein. Was ist denn das hier für ein Häuschen? Ach, hier gibt es so ein paar Infostände und sowas. Was ist das denn? Ist das ein Mülleimer, der umgetreten wurde? Okay, die Gäste scheinen ja wirklich randaliert zu haben. Hier sind voll die Dellen und so drin. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Okay, eine Information haben wir hier. Pizza Pan, den guten. Was haben wir hier noch? Pipshot, Water und... Was sind Cosmic Cow Milkshakes? Ich finde es cool, dass du hier auch die Schilder mal so platziert hast. Sehr schöne Details. Hier auch schöne Laternen platziert. Und auch an sich ein sehr schönes Gebäude gebaut. Auch schön bewachsen und begrünt. Geh mal ganz kurz hier einmal gucken. Ne, das hier ist noch alles unfertig. Aber man sieht hier schon, du hast hier so einen kleinen Fluss geplant. Und hier ist auch irgendwas geplant. Oder was ist das denn hier? Wir schauen gleich weiter, Leute. Ich bin nur gerade sehr neugierig. Hier ist ein Mitarbeiterweg. Hast du hier unten etwa die Mitarbeitersachen versteckt? Kann das sein? Oh ja, okay. Das ist natürlich auch cool, ne? Ist immer eine gute Sache, wenn man Mitarbeitereinrichtungen unterirdisch versteckt. Kriegen die Gäste da nämlich nicht viel von mit.
Oh, das ist hier sogar so ein bisschen gestaltet. Auch hier so eine Bank. Dann hier so abgerundet. Nicht schlecht. Also selbst hier hast du dir Mühe gegeben. Finde ich sehr cool. Aber gehen wir wieder hoch. Ist ja eigentlich nicht für unsere Augen hier bestimmt, wenn wir als Besucher hier durchgehen. Wir gehen wieder zurück. Komme ich gleich schon auf den Afrika-Bereich. Ist aber wirklich ein sehr schönes Gebäude. Sehr coole Idee. Dass hier Sachen kaputt sind, das dürft ihr nicht beachten. Das haben die Gäste halt kaputt gescheppert. Das kommt ab und zu vor. Ist halt echt doof, ne? Ich kann nur so mega schnell oder so richtig langsam gehen. Vielleicht finde ich da noch was heraus. Aber ich finde diese Optik von den Läden echt cool. Also es ist eine coole Gebäudebauart, die du hier gemacht hast. Hier hat man sogar nochmal einen Durchgang. Ah, und hier sind sogar Vivarien drin. Oder was ist das hier? Vivarien, oder? Die nur nicht geöffnet sind. Also hier sind noch keine Tiere drin. Aber hier sind ja auch diese Dinger, wo man sieht, was das für Tiere sind. Also es war wohl eigentlich geplant, hier in der Mitte Vivarien drin zu haben. Das ist eine mega coole Idee. So zwischen den Gebäuden, wo man essen kann. Kann man sich dann nochmal Tiere angucken. Genau wie hier. Und auf der anderen Seite war das, glaube ich, auch der Fall. Hast du nur leider noch nicht mit Tieren ausgefüllt. Aber ich denke mal, jetzt geht es erst richtig los für uns, Leute. Jetzt kommen wir nämlich endlich in den Afrika-Bereich. Hier sieht man schon die Klippen, das Gras, die Bäume und so. Also ich glaube, ab hier hast du erst angefangen, richtig zu gestalten. Oh, ist das schön. Hier sind nur sehr viele Menschen gerade. Afrika-Eingang sieht sehr schön aus. Alles mit Klippen, schön begrünt. Hier so ein schöner Wasserfall. Ah, also mit dem Wasserfall, da. Es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber man könnte es, glaube ich, noch ein bisschen besser hinkriegen hier von dem Aufplätschern her. Obwohl, das ist teilweise echt schwer, ich weiß. Und das Problem ist gerade bei dir, was du jetzt hier. Was sehr, sehr schwierig ist. Der Wasserfall ist nicht steil von oben nach unten. Der ist eher so abgeflacht. Und dadurch kann man nicht wirklich fließendes Wasser darstellen. Ich glaube, da hat man nur dann die Möglichkeit, alles so spritzen zu lassen. Weil ich finde so ein bisschen, dass das zu heftig aussieht vom Spritzen her, oder? Bin mir da nicht sicher. Also es spritzt schon mir ein bisschen zu viel. Aber das ist alles nur subjektiv, also keine Sorge. Was ist das denn hier? Eine umgetretene Bank oder was? Oh, man kann sogar ranzoomen, das wusste ich gar nicht. Diese Kamera ist ja echt nice. So, hier geht's jetzt in den schönen Afrika-Bereich. Und hier rechts direkt ein Gehege. Ach, wie toll. Und die reinige ich da erstmal. Und links auch. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Aber hier sieht man schon die Liebe zum Detail, ne? Hier den ganzen Bordstein und so versteckt mit Felsen. Dann kommen wir hier jetzt als erstes. Pantera Leo Leo. Okay. Das ist der afrikanische Löwe, gehe ich mal von aus. Auch ein sehr schönes Gehege. Du hast hier jede Säule so afrikanisch gemacht. Leute, geht mal zur Seite. Und was sehen. Da ist er. Das erste Tier im Zoo von Dominik. Oh, ist das nicht toll. Was ist das denn für ein cooles Ding hier? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ja, ich habe Löwen auch nur in der Beta gemacht. Ich habe schon gesehen, es gibt sogar im Tiershop Albino-Löwen. Mega nice. Also die müssen wir uns unbedingt holen im Franchise-Modus. Eingang. Ah, okay, ich verstehe. Wenn du hier zurückgehst, kommst du wieder zum Eingangsbereich. Deswegen hast du hier Eingang hingeschrieben. Sehr smart. Oh, das sieht aber schön hier aus. Dann hast du auch mal so ein Element, wo der Fernseher vorsteht. Mit so einem Löwenkopf. Hier mit diesen Säulen. Hast du echt schön gemacht. Dass das jetzt hier kaputt ist, ist halt ein bisschen doof gelaufen. Was ist das denn hier? Ach, das ist ein Mülleimer. Lol. Der ist auch umgetreten, ne? Ich dachte gerade, das wäre so eine Bank in klein. Wisst ihr, was ich meine? Dass man hier so einen Einersitzplatz hat. Habe ich nämlich so noch nie gesehen. Und die Leute haben mir mega randaliert. Richtig krass. Was ist das denn? Das ist ein Zebra-Spielzeug. Ach, wie cool. Ja, hast du aber schön gestaltet hier. Mir gefällt das wirklich gut mit dem Zaun hier. Alles aus Glas, dann hier hinter dieser Wassergraben, dass die Löwen hier nicht rüber können. Und immer diese Säulen eingebaut. Und da, wo diese Bildschirme stehen, hast du halt immer diese Lehmwand noch gemacht. Auch mit diesem afrikanischen Stil. Finde ich sehr, sehr schön. Und du hast auch echt auf Details geachtet. Das hast du in afrikanischen Farben gemacht. Also richtig nice. Kann man richtig einmal komplett rumgehen. Und die Löwen verstecken sich nur leider gerade ein bisschen. Oh, da vorne ist einer. Da gehen wir ganz schnell hin. Lauf, Dandy. Ah, jetzt kommen sie alle. Da sind sie, die Löwen. No. Wie viele das sind. Oh, das Zebra fliegt. Oh, ist kaputt. Da ist Essen rausgekommen. Sehr gut, Löwen. Ach, das ist schon toll. Tolles Gehege. Gucken wir uns gleich auch noch von oben an. Also keine Sorge.
Dann sehen wir nochmal ein paar mehr Details, die man so nicht erkennen kann. So, ab zur Seite hier. Oh, hier ist sogar gerade ein Tier. Was ist das denn? Ist das eine Gazelle oder so? Mit diesen ganzen Springböcken und so kenne ich mich ja nicht so aus. Können wir aber auch gleich nachgucken, was das ist. Leider ist der Bildschirm hier kaputt oder aus. Jetzt hätte ich das lesen können. Sind alle aus. Wie frech. Weißt, wir können nicht gucken, was das für ein Tier ist. Aber auch hier hast du schön gestaltet. Ja, hier bei der Höhle ist natürlich auch mal so ein bisschen... Würde ich darauf achten, dass das nicht so eckig und kantig aussieht, weil das sieht hier sehr unnatürlich aus. Am besten, wenn du so kleine Höhlen baust, dann baust du wirklich eher mit Klippen, würde ich machen. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher dann, das so zu gestalten, weil die ist ja sehr, sehr winzig, diese Höhle, und dadurch entstehen halt diese unnatürlichen Kanten. Du kannst natürlich auch kleine Klippen dir nehmen oder Felsen dir nehmen und diese Kanten einfach überdecken, das geht genauso. Aber hier vorne hast du wirklich schöne Felsarbeit gemacht. Sieht richtig aus wie so eine gute, natürliche Wand. Also cool. Sehr, sehr nice. So, wir gehen weiter. Wie, war's das schon? Ach ne, da vorne kommt noch ein Gehege. Aber hier ist schon wieder ein Mitarbeiterbereich, so wie es aussieht. Oh, das sieht ja auch schön aus. Hast du hier so ein... Das ist eher ein Reh, oder? Aber damit meinst du wahrscheinlich diese Springböcke da, die da vorhanden sind. Ist aber cool geworden. Oh, schade. Ich glaube, dein Zoo ist gleich schon vorbei. Okay, das ist wirklich noch nicht so viel. Aber du hast halt auch viel Details gemacht. Oh mein Gott, das Bambi. Bambi, nicht weglaufen. Da hoppelt es davon. Schade, schade. Geht's denn jetzt hier noch weiter? Hier ist noch eine freie Fläche, die kann man natürlich auch noch ausfüllen. Da bist du wahrscheinlich auch noch nicht zugekommen. Hier ist wieder das mit dem Gras, hast du wahrscheinlich auch noch keine Zeit zu gehabt. Ist aber auch nicht weiter schlimm, Leute. Wenn euer Zoo nicht fertig ist und sowas, macht das gar nichts. Oh mein Gott, hier haben wir eine schöne Underwatering Viewing Area. Finde ich auch immer sehr, sehr schön. Was haben wir denn da drin? Das kann ich erkennen. Ist das der Nilwaran? Kann das sein? Das Wasser ist leider sehr trüb. Ich weiß nicht, ob das dreckig ist oder ob das immer so von unten aussieht. Keine Ahnung. Ich kann aber auch nicht hier rüber gucken. Schade, schade. Hm. Aber ich glaube, das war schon soweit. Aber ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. So, ich will eigentlich hier raus aus dieser Kamera. So, da sind wir raus. Jetzt können wir uns das Ganze nochmal von oben gönnen. Und da sieht man das wirklich schön. Du hast ja auch mit den Klippen so unterschiedlich Farben gearbeitet. Auf dieser Seite diese Farbe an Klippen und auf dieser diese Farbe. Also richtig nice Idee. Damit kann man wirklich so eine richtige Abgrenzung zwischen den Bereichen schaffen. Und du hast sogar hier so eine Mauer gezogen. Damit man sozusagen im Hintergrund nur diese Mauerfarbe sieht. Hättest du natürlich noch so ein bisschen natürlicher hier gestalten können. Also wenn man von hier guckt, sieht man schon, dass das nur eine glatte Wand ist. Wenn du es genauso machst wie hier, auch wenn das viel Arbeit ist, dann sieht es nochmal ein bisschen besser aus. Aber es geht natürlich auch Platz verloren. Hier ist wahrscheinlich direkt der Parkrand, ne? Ja. Okay, dann ist es natürlich wieder was anderes. Aber du hast ja auch noch so schöne Schirme eingebaut. Relativ simpel, einfach mit so ein paar Dächern und so ein paar Säulen. Aber sieht schon cool aus. Was haben wir denn hier? Springbock ist das einfach nur. Sehen aber auch aus wie Gazellen, oder? Kleine Dinger. Oh, sind aber niedlich. Hey, mit seinem großen Sauggebläse. Erstmal im Rumpusten. Macht ja nichts. Ja, ansonsten hast du hier sehr interessante Höhlen gemacht. Haben die auch so... Ach nee, ich dachte gerade, die werden sogar verbunden so mit Eingängen. Nee, ist aber cool. Sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, hier kann man auch noch ein paar Klippen und sowas mit reinmachen. Dann sieht das noch ein bisschen natürlicher aus. Und gerade hier bei so Eingängen würde ich das machen. Oh, Kämpfe. Was ist da denn los? Oh, hier ist auch noch so ein Unterstand. Den hat man gar nicht gesehen. Oh, da gehen wir aber auch gleich nochmal gucken. Mir ist voll viel nicht aufgefallen aus Besucherperspektive. Man hat dieses ganze Kletterding hier gar nicht gesehen. Das ist mega cool gestaltet hier. Schaut mal. Also hier hast du es richtig gemacht mit der Höhle sozusagen. Hier hast du nochmal schön Klippen vorgemacht. Und dann sieht das Ganze auch viel natürlicher und besser aus. Vielleicht hättest du hier noch so ein bisschen den Untergrund ein bisschen anders bemalen können. Dass das hier noch so ein bisschen besseren Übergang ist. Ich kann euch sowieso als Tipp geben, ich will jetzt hier gar nicht groß rumpinseln, aber macht das Tool immer so auf eine niedrige Gradzahl oder Prozentzahl hier von der Stärke und dann mischt ihr immer so ein bisschen die Texturen und dann sieht das am Ende viel, viel natürlicher aus, auch wenn man jetzt hier so gut wie keinen Unterschied sieht. Müsst ihr aber mal ausprobieren. Wenn ihr so ein bisschen die Texturen mixt, dann sieht das am Ende viel, viel natürlicher aus. So, wir gehen mal weiter gucken hier. Was haben wir hier noch?
War noch ein Löwe am Trinken. Ein Kletterding hast du hier auch gebaut. Kommen die denn hier hoch? Das wäre ja insane. Ja, hier ist wieder das Gras, was durchguckt, aber das passiert ganz leicht mal. Muss man aber ein bisschen darauf achten, finde ich. Ist aber cool, so ein Kletterding, ne? Wenn die hier wirklich hochkommen, ist das nice. Dass sie dann auch sich da oben schlafen legen, finde ich eine coole Idee. Hier ist noch so ein Kratzbaum. Hier geht es dann auch nochmal hoch. Das hast du sehr schön gemacht. Hier ist sogar nochmal so ein kleiner Unterschlupf, wo die hier hingehen. Hier ist sogar so eine... Oh mein Gott, das hat man gar nicht gesehen. Das ist aber auch im Mitarbeiterbereich, ne? Das haben wir gar nicht gesehen. Wir gehen nochmal eben hier rein. Wartet mal. Hegi-Cam. Ja, jetzt sind wir nämlich nochmal in der Besucherperspektive. Falsche Taste. So. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Hier ist nämlich auch nochmal was gebaut, was wir gar nicht gesehen haben. Weil es halt ein Mitarbeiterweg ist. Hier ist auch schön gestaltet, die Gebäude. Nicht schlecht. Also auch hier unten mit den Pflanzen und den Klippen. Sieht nice aus. Tolles Design. Kann auch sein, dass das fertige Gebäude sind oder... Weiß ich nicht. Sieht aber sehr schön aus auf jeden Fall. Ja, ich glaube, du hast es aber selber gemacht. Hier flackert das ein bisschen. Wenn das so flackert, habe ich euch auch schon mal als Tipp gegeben. Wenn ihr so Texturen ineinander habt, dann klickt einfach eine von den beiden an. Und ich kann es euch einmal zeigen. Das ist das Beste, ne? Müssen wir nur gleich wieder in die andere Perspektive gehen. Genau, wenn ihr sowas habt, klickt einfach eins an und bewegt es einmal leicht, bewegt es wieder zurück. Dass es einigermaßen passt vom Design her. Und dann flackert es nicht mehr, wie ihr seht. Also die linke Seite flackert jetzt nicht mehr, die rechte schon. Aber so könnt ihr dieses Flackern so ein bisschen loswerden. Das ist ziemlich praktisch. Gut, dass hier so viele Mitarbeiter stehen. Benennen wir sie Tegit-Cam und dann können wir gleich weitermachen. Also übrigens, so kommt man in diese Kameraperspektive. So. Ja, das ist dann einfach so für die Mitarbeiter, dass die hier die Löwen begutachten können oder wie. Ist auch nicht verkehrt, ne? Dann kann der Tierarzt mal hier hingehen und dann gucken. Oh, denen geht's noch gut. Denen geht's auch gut. Bisschen viele Brusthaare. Aber sonst alles in Ordnung. Das sind aber tolle Tiere. Ja, cool. Ich glaube, wir haben alles gesehen aus deinem Zoo. Falls nicht, dann schreib es auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, hier hast du auch noch gar nicht gestaltet, das Gehege, ne? Aber ist auch gar nicht so wichtig tatsächlich, weil man eh nur aus Besucherperspektive das hier sieht. Aber man selber als Spieler ist ja immer von hier oben. Deswegen finde ich es auch immer wichtig, dass es von oben gut aussieht. Hm. Aber wird noch sehr, sehr interessant werden. Also wenn dein Zoo fertiger ist, dann kannst du ihn gerne nochmal einschicken. Dann werde ich ihn nochmal besichtigen. Hat mir nämlich richtig viel Spaß gemacht. Das ist auch nochmal so eine schöne Palme. Hm. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Tipps geben. Noch so ein paar Sachen, an denen du arbeiten kannst. Und freue mich dann wieder auf deine Neueinsendung. Und ich würde sagen, Leute, falls ihr auch einen Zoo habt, den ihr gerne mal einsenden möchtet, den ich mal besuchen und bewerten soll, dann dürft ihr gerne unten in der Videobeschreibung vorbeischauen. Da stehen alle Infos, wie ihr mir das Ganze zukommen lassen könnt, wo ihr euer Safegame findet und sowas. Wie gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn die Zoos noch nicht fertig sind, wenn sie noch nicht so groß sind, wenn da mal die ein oder andere Sache noch nicht fertig ausgeschmückt oder richtig bebaut ist oder sowas. Finde ich nicht schlimm. Schickt sie trotzdem gerne ein, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich sie mal besuche. Ich würde mich auf jeden Fall drauf freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Falls es euch Spaß gemacht hat, würde ich mich über ein Like freuen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.